Ruben Acosta oder Firat Aslan. So, der Kampf, auf den wir heute alle gewartet haben, der Hauptkampf des heutigen Abends, Firat Aslan gegen Ruben Acosta. Der dritte Mann im Ring, Oliver Brien. Ring 3 für Runde 1. Los geht's. Firat Aslan wie gewohnt in der Rechtsauslage. Sein Kontrahent in der Normalauslage legt hier schon ordentlich los. Bewegt sich weg von der starken Hand von Firat Aslan. Natürlich auch bei Kämpfern, die in der anderen Auslage kämpfen. Auch ein wichtiges Positionsspiel. Die erste Führung an dem Ziel. Firat Aslan stellt sich sein Gegner direkt an die Seile. Nagelt ihn fest, nimmt ein bisschen den Raum. Allerdings ohne größere Aktion. Aber wenn man die Kämpfe von Firat Aslan verfolgt, weiß man, dass er sich das Ganze erstmal in Ruhe anschaut. Die Erfahrung haben beide. Beide machen heute ihren 61. Kampf. Firat Aslan zuletzt in Aktion hier im heimischen Gym. Gegen Gusmir Perdomo, da ging es schon in der dritten Runde zu Ende mit einem spektakulären Körpertreffer. Beide Kämpfer massig Erfahrung. Gute Rechte zum Kopf. Guter Treffer. Ja. Das war nicht beabsichtigt. Da kam auch gleich der Handschuh. Ja, Aslan schlägt relativ wenig im Verhältnis, aber dadurch effektiv. Die Aktion von Acosta. Gehen sehr viel an der Deckung. Und verpuffen dort. Auch hier wieder eine Aktion. Ein Treffer. Guter Haken. Starke Deckungsarbeit von Firat Aslan, der hier in der ersten Runde keine nennenswerten Treffer kassieren musste, obwohl die Schlagfrequenz von Acosta hoch ist. Gute erste Runde. Ja, Firat Aslan hier im Bild. Hat jetzt auch seit circa 6 Wochen sein Gym hier auch eröffnet. Somit waren 2 Aufgaben zu stemmen. Einmal die Eröffnung des Gyms hier in Göppingen. Und natürlich auch die Vorbereitung. Zuletzt auch hier im Einsatz gewesen am 6.3. diesen Jahres. Second Round. Ring 3 für Runde 2. Los geht's. Aslan drückt.
hohen Druck auf, ohne großartige Aktion zu treffen. Respekt von Acosta ist spürbar. Der weiß auch um die Schlagstärke seines Gegners. Gute Linke. Führhand gleich hinterher. Ja, Costa legt hier zu Beginn des Kampfes ein hohes Tempo vor. Die Frage ist, Entschuldigung, die Frage ist natürlich, ob er auch 12 Runden lang dieses Tempo halten kann. Was die Beinarbeit, was die Beweglichkeit anbelangt, schlägt viel, ohne großartig zu treffen. Das ist meistens ein schlechtes Rezept und der erste gute Körpertreffer von Arslan. Aslan versucht jetzt etwas den Druck zu erhöhen. Nicht nur stellen, sondern auch mehr schlagen. Aber natürlich auch hier sehr bedacht, nicht überhasten. Ja, Costa, seine Beweglichkeit ist darauf zurückzuführen, dass der Mann aus dem Supermittelgewicht ursprünglich kommt. Dort namhafte Gegner vor den Fäusten hatte. Jürgen Bremer, Tyron Zeuge, Kalumsek, um nur einige zu nennen. Daher auch das hohe Tempo. Guter Körpertreffer von Arslan. Da einmal schneller durchschnaufen. Aber Argentinier sind dafür bekannt. Argentinier sind dafür bekannt, ein großes Kämpferherz zu haben, aber auch über reichlich Luftreserven zu verfügen. Der Mann mit der beachtlichen Physis hier im Bild, Ted Lagner. Trainer, einer der Trainer von Firat Aslan. Mentalcoach, Physis-Trainer. So. Und jetzt sind beide auf Betriebstemperatur. Arslan drückt nach wie vor. Die Hände kommen hart. Allerdings noch nicht wirklich im Ziel. Gute Aktion zum Kopf, die war hart. Die musste Acosta schlucken. Der hier sehr viel schlägt, wenig trifft. Ist viel mehr damit beschäftigt, sich aus dem Gefahrenbereich zu entziehen. Schön aufgezogen zum Kopf. Allerdings setzt Arslan nicht nach, er lässt sich Zeit. 12 Runden ist eine lange Distanz. Und der Gegner schlägt sich von Runde zu Runde immer mehr und mehr müde.
Das macht sich Aslan zum Vorteil. Ja, Deckungsarbeit, souverän. Und der erste harte Treffer. Somit, da geht Acosta runter. Das hat er gespürt. Ob er sich davon nochmal erholt. Er steht bei 8. Er will nochmal die Handschuhe sehen oben. Ob Aslan jetzt nachsetzen wird? Jawohl, der lässt den Druck nach wie vor hoch. Aber auch hier wieder mit bei 8 sucht die Lücke. Nochmal der Treffer, aber der Argentinier steht. Schmerzverzerrtes Gesicht. Da war noch ein bisschen der Ellbogen dazwischen. Na, jetzt mal der Versuch von der anderen Seite. Von Firat Aslan. Die Runde geht mit 10-7 an ihn. Achtung an Ruben Acosta, dass er sich von diesen Aktionen gut erholt. Da war definitiv Dampf dahinter. Das hat wehgetan. Und das Bild unverändert. Gute Rechte zum Kopf. Atmet schon relativ schwer. Aslan macht mir einen entspannten Eindruck. Sehr fokussiert. Normale Atmung. Aber auch die Physis von Firat Aslan bekannt. Wieder der Ansatz. Auch hier arbeitet variabel. Arbeitet sich seine Situation heraus. Überhastet nichts. Schlägt nicht unnötig viel. Aber das, was er schlägt, kommt an. Wieder guter Ansatz. Aber natürlich jetzt auch die linke Seite von Acosta stark geschützt. Die Seiten müssen sich noch ein bisschen erholen, beziehungsweise die rechte. Harter Treffer zum Kopf. Vier seiner 17 Niederlagen hat Acosta durch K.O. verloren. Lediglich 4. Bringt sich hier Nummer 5 an. Steht bei 8. Handschuhe sind oben. Wer will es noch mal wissen? Auch wenn er den Kopf schüttelt. Aber ich denke, Aslan wird jetzt den Sack zumachen. Immer wieder der Versuch zum Körpertreffer. Macht es natürlich gut, zieht ihm jetzt auch die Deckung runter, setzt unten an, legt sie oben drüber.
Ja, da mal die rechte drüber legen. Als Dubletta rechte zum Körper, dann direkt zum Kopf drüber. Ein weiterer Niederschlag. Jetzt schüttelt Acosta den Kopf. Ich denke, der wird nicht mehr aufstehen. Und der Kampf ist vorbei. 61. Kampf für Firat Aslan, ebenfalls erfolgreich abgehakt. 49 Siege in 61 Kämpfen. Glückwunsch an Firat Aslan, der hier eine souveräne, starke Leistung gezeigt hat. Respekt an Ruben Acosta, der sein Bestes gegeben hat, der hier Kämpferherz bewiesen hat, aber sich nach insgesamt 4-mal Anzählen geschlagen geben musste. Hier nochmal die Schlussaktion. Nun das offizielle Urteil und wir lassen Sie mit diesen Bildern. So, meine Damen und Herren, wir haben eine Entscheidung und zwar durch technisches K.O. Und neuer WBA International Champion ist aus der Hohenecke Firat Aslan. Vielen Dank fürs Zuschauen und